fahre ich zumindest Peter. Ja, dass ich von dem mal die anderen Reifen krieg. Warte mal, ich fahr mal kurz den Jürgen hoch. Vielleicht hat er ja oben auch Reifen, die er mir drauf machen kann. Das wäre ja auch okay. Was ist das für einer? Der war aber flott unterwegs hier. Was ist denn hier los? Da liegt ein Schild rum. Komisch. Hat er hier ein neues Haus bauen lassen? Was ist denn da los? Steht ein neues Haus. Jürgen? Ja? Hallöchen. Ah, alles fit im Schritt. Jo, was hast du denn da für einen Bunker hingestellt? Wo? Na, das Häuschen hier. Wo kommt denn das her? Das haben wir von hinten hier rüber geholt. Oh, hast du das mal... Oh Gott. Nicht wahr. So viel Arbeit hast du dir gemacht. Das ist ja brutal. Ja, drüben haben wir den Kuhstall stehen. Ja, den wollte ich mir mal anschauen. Deshalb bin ich da. Ja, wenn du willst... Warte mal. Ich guck mal gerade. Y, ja? Ja. Geht nicht. Ja, ich glaube, hier kannst du das nicht bei dem Radlader. Okay, dann laufe ich einfach mal. Ein Sport tut ja gut. Warte mal, ich laufe da hinten rum. Oh. Kenne mich ja hier aus. Hier haben wir ja die Bäumchen gefällt. Ja. Mhm. Oh, ja, da aufgeschüttet, ha? Huh? Nee, doch nicht. Oh ja. So, hol ich noch gerade die Schaufel und dann fahr ich mal rüber. Mhm. Put. Ojo. Ojo. Hey, renn mich nicht um. Jo, Elsa, wie geht's dir? Bleib doch mal stehen. Ja, so Olga? Ja. Und, wie gefällt es dir? Alle, hopp. Sieht gut aus. Gerade ein bisschen gestreichelt, sehr sauber. Ja. Bio-Kühe sind das. Machst du Bio? Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass Bio-Kühe. Genug Geld rauskriegst. Ja. Ja, sonst in lohnt's, der Tat. Sonst lohnt sich's nicht. Ja. Oh, die bringt schon ordentlich Geld, die Kühe. Wie viel hast du denn? Ich kann gar nicht alle zählen. 100 Stück. 100 Rinder haben wir. Was hat
hat denn das gekostet? Da fühlt sich besser ja nicht wissen. Ich glaube auch. So eine Kuh ist nicht ganz billig. Ja, aber das Gute ist, da ich auf Bio umgestiegen bin und unten der Landhandel auf das Mischfutter Bio zertifiziert hat, da die ja nur das Mischfutter von unten bekommen und kein gespritztes Stroh, klar, richtig Wasser, ne, haben die mir das Bio gegeben. Also konnte ich das Bio hier anbetragen. Und dadurch habe ich auf den Kuhstall und so wie auf die Kühe 45% bekommen. Na, das ist ordentlich. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, ob der Bürgermeister mir damals, der hat eigentlich gemeint, entweder das kriege ich Schafe subventioniert oder den Stall. Ich weiß aber gar nicht, ob er mir da was gezahlt hatte. Ach, warte mal kurz. Oh. Ja. Hallo? Hallo? War zufällig der Schmitz bei dir? Ist er bei dir angestellt? Ja. Was hat er denn gerade gemacht? Ah, der hat unten verkauft. Das wusste der nicht, dass er Bescheid sagen sollte. War mein Fehler. Das habe ich ihm aus Versehen nicht gesagt. Tut mir leid. Das letzte Mal war das. Ja. Sonst wird's teurer für sie. Ja. Super. Jo. Dann war's das schon. Ich muss dem noch Geld überweisen. Was hat der denn gesagt? 1400. Ich glaube, der hat mich auf den Kicker, der Peter. Warum? Peter. Ach, ich habe beim letzten Mal vergessen, unten Bescheid zu sagen. Ich wusste das am Anfang nicht, ne? Jetzt habe ich gerade vergessen, meinem neuen Angestellten zu sagen, dass er Bescheid sagen soll. Das habe ich vergessen. Ei. Da hat er da unten exportiert, weil ich kann das bei mir nicht drüber machen, weißt du? Das ist Export ist eine gute Idee. Hast du hier eine Werkstatt? Oder nur unten? Unten nur. Ach, schade. Ich bräuchte nämlich immer noch die... Können gleich runterfahren. Ja, das wäre gut. Dann können wir die normale Bereifung drauf machen. Willst du mitfahren oder fährst du selber? Ich fahr selber. Okay. Muss gerade nochmal telefonieren. Jo. Wir treffen uns unten. Jo. Thomas. Ein Handy. Ja, guten Tag, Herr Varuna. Hallo, Herr Müller. Was gibt's? Ich habe den Preis für Spritzen vom Feld. Ich muss nur noch kurz die Steuern ausrechnen. Yep. Hallo? Ja, hallo. Ach. Ich brauche noch ganz kurz. Ja, ich wollte nur wissen, ob Sie noch da sind. Bin gerade im Traktor. Ja, nee, ich bin noch da. Nicht, dass die Freisprecheinrichtung hier die Verbindung getrennt hat. Hallo? Ja, ich brauche noch ganz kurz. Leider. Ich hatte gerade beim Preis vergessen, noch die Steuer dazu zu rechnen. Ja, wieso brauchen Sie denn dann so lang? Weil ich inkompetent bin. Okay. Aber Sie kennen ja das Sprichwort. Ja. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung. Erste und beste Weg. Ja, erst und beste Weg. Ich kenn's nur mit der Weg zur Besserung, aber macht ja nichts. Kleine Abwandlungen sind erlaubt. Darf ich Ihnen einen Trick verraten? Ja, gerne. Rechnen Sie einfach Preis mal 1,2. Gut, ist ein guter Trick. Mal 1,2. So, das sind dann 960 Euro. Okay, den Dings habe ich schon bezahlt, den Dünger. Und dann schicke ich Ihnen gleich nochmal die 1000. Jo, danke. Gut. Bis dann, tschüss. Tschüss. Sie
Sind Sie schon fertig mit Ernten? Ich nicht, aber darum kümmert sich gerade der Herr Neumann. Ah, okay. Weil, wenn dann meine Felder erntereif sind, müsste man die auch wieder ernten. Ja, da kann ich mich ja dann drum kümmern. Okay, gut. Die 1000 sollten angekommen sein. Ja, sind angekommen. Danke. Gut, bitte, tschüss. Tschüss. So, warte ich mal auf den Kollegen Neumann. Racex. Oh, da kommt der Hall. Alter, wenn der mal geblitzt wird, ey. Ah, Jürgen, wo bleibst du denn? Warte mal, kann ich... Ich mach das... Ja, wieder einen Schlüssel. Habe ich gar nicht gewusst. Ich lasse mir gerade mal ein Käffchen raus hier, das muss ja wohl genehmigt sein. Uff. Bisschen heiß hier, hey. Jetzt hängt der noch am Telefon. Hallo, bist du fertig mit Telefonieren? Ja. Oh, hab mir gerade die Zunge verbrannt bei deinem Kaffee hier. Oh, der ist heiß, ne? Ajo. So, hast du zum Glück die Reifen noch nicht weggeräumt, ne? Nee. Gut. Ah, der ist noch ziemlich okay. Jo. Ich geb dir einen Tipp, ab 50% Schaden, ne? Das siehst du ja meistens hier in dem Display da. Ja. Würde ich dir einen Tipp geben, komm dann vorbei, weil dann kriegen die sonst ab höher so 70, 80, da fangen die schon an mit Getriebenschäden und alles. Das wird dann richtig teuer. Ja, vor allem bei dem alten Ding muss ich aufpassen. Ja. Jetzt machen wir die anderen Schluppen drauf hier. Ich muss wieder los. Muss ja. Schnell, ne? Ich muss nach meinen Schäfchen gucken. Was waren das für welche? Normal. Standardbereifung. Ah, da mach ich noch gerade fest. Oh, Käffchen. Müde, Volker. Mhm. Ja. Deshalb Käffchen hilft. Okay. Supi. Jo, bitte, ne? Danke fürs Umstecken. Jo, kein Thema. Ciao. Jo, ciao. So. Also, du wartest gerade. Tschüss. Ja. Gut, dann hol ich mal nach meinen Schäfchen. Hallo? Hallo, hier ist der Herr Lukas Müller. Ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich habe gehört, es soll einen Bürgermeister geben, irgendwie Jonas Reinhardt oder so hieß der, habe ich im Internet gefunden. Haben Sie zufällig die Telefonnummer von dem? Der ist nicht mehr im Amt.
Echt? Im Internet stand, dass er amtierender Bürgermeister ist. Ach so, und dann haben sie da eine alte Internetseite gefunden. Oh. Wer ist denn der Bürgermeister? Stellvertretender Herr Stromberger. Ah ja, das war der Polizist. Genau. Okay, danke. Bitte, tschüss. Mhm. So, den muss ich auch nochmal anrufen. Ich bin wirklich der Meinung, ich habe nichts gekriegt. Bitte. Von dem Geld gekriegt, ich weiß es nicht mehr. Da fällt mir gerade was ein. Der hat mir ja verboten, die Bäume. Der alte Bürgermeister hat mir verboten, die Bäume zu fällen. Aber der ist ja nicht mehr da. Das heißt, ich kann einfach die Bäume hier fällen. Kann ich vielleicht ein bisschen Geld rausschlagen? Das wäre doch eine Idee. Achso, warte, ich wollte bei den Schäfchen sauber machen. Schnellverschluss. Ups, also. Ja, SMS gekriegt.